Hallo, liebe Eltern und hallo an alle, die sich für Kinderschuhe interessieren und Fragen zu dem einen oder anderen Thema haben. Ich bin Babette und ich möchte heute über das Thema sprechen: Kinderschuhe ohne Kind kaufen, macht das Sinn? Wenn es euch interessiert, bleibt dran, ich würde mich freuen. Ich bin Babette und habe seit 13 Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig. Und hier und da kommen natürlich immer wieder mal Themen auf, mit denen wir wirklich tagtäglich zu tun haben. Und eins der großen Themen ist natürlich immer: Mache ich mir den oder tue ich mir den Stress an und kaufe mit meinem Kind Schuhe ein oder übernehme ich das nicht in Eigenregie und kaufe sozusagen Schuhe ohne Kind? Schwierige Frage, ne? Wir wissen ja auch immer selbst, unsere kleinen Bumbas sind nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und haben auch nicht immer unbedingt diese Juhu, ich kriege eine neue Schuhe-Phase, sondern manchmal sind es natürlich auch die absoluten Deifelchens und ich sag mal starke Charaktere, die dann eben halt meinen, nein, Schuhe muss ich heute nicht kaufen. Aus diesem Grund ist es natürlich für viele Eltern sehr einfach, dass sie dann sagen, okay, ich tue mir den Stress jetzt nicht an, ich versuche es einfach mal in Eigenregie. Und da liegt eigentlich schon so ein bisschen das Grundübel, weil Ferndiagnosen für uns dann immer relativ schwer zu machen sind. Nicht immer sind es Stammkunden, wo man darauf so Rücksicht nehmen oder wo man Rückschlüsse darauf ziehen kann, ah, ihr habt den und den Schuh gekauft, dann wissen wir auch, welche Schuhe wir euch das beim nächsten Mal empfehlen können. Sondern es sind natürlich sehr oft Laufkunden, wo wir keinen Einblick haben, wie das Kind gebaut ist, wie die Füße sind, hat es breite, hat es schmale, hat es einen hohen Spann, hat es einen flachen Spann. Das sind alles solche Hintergrundinformationen, die wir im Grunde genommen brauchen, um wirklich einen guten und perfekt sitzenden Schuh herauszusuchen. Was natürlich am besondersten oder am schwierigsten sowieso ist, ist die mündliche Aussage von Eltern, mein Kind hat einen normalen Fuß und trägt jetzt Größe 28. Zum Beispiel. Oder es trägt Größe 23. Warum es so schwierig ist, zeige ich euch jetzt hier an diesen Beispielen. Ich habe jetzt mal willkürlich Modelle rausgesucht, vom Hausschuh über den Stiefel bis hin zum ledergefütterten Schuh. Und man muss natürlich auch immer wieder sagen, jedes Modell, jeder Lieferant, jede Sohle und ich sag mal, jede Ausführung fällt immer etwas anders aus. Und ich sag's mal aus alter Erfahrung, aus 90% der Kinderschuhe, die es auf dem Markt gibt, fallen vielleicht 10% größengerecht aus. Größengerecht heißt für mich immer, so wie es unten dran steht von der Größe her. Und die anderen 90% fallen alle ein, wenn nicht sogar zwei Nummern kleiner aus. Und darum ist es auch immer so schwierig, dann abzuleiten, wenn die Mami sagt, mein Kind hat eine Größe 23. Was ist es denn? Ist es ein Hausschuh? Ist es ein Straßenschuh? Welche Marke ist es? Aus der Marke lässt sich vielleicht auch noch mit für das geschulte Personal heraushören, aha, das Kind hat den und den Fuß. Aber generell schwierig bleibt es immer. Wir empfehlen generell oder öfters so als kleinen Hinweis, als kleinen Tipp, ich sage, dann bringen Sie doch mal einen kleinen Abdruck mit. Abdruck von dem Fuß bedeutet halt immer, ich lasse mein Kind irgendwo an einer geraden Wand stehen, lege ein Blatt Papier oder eine Pappe drunter und male den Fuß ab. Das ist eigentlich immer so das Unkomplizierteste und vor allen Dingen auch das Naheliegendste, weil dann können wir schon mal Rückschlüsse auf die Breite des Fußes machen, ziehen. Ich habe jetzt mal statt des Füßchens, habe ich jetzt mal hier einfach nur eine Einlegesohle genommen. Eine Einlegesohle Größe 22. Und um das nochmal zu verdeutlichen, wie unterschiedlich doch die Schuhe ausfallen und was dann auch immer so schwierig ist abzuleiten, zeige ich euch das mal hier. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die Sohle in der 22. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt der Fußabdruck. Und ich lege das jetzt hier, wie wir es ja auch sehr oft demonstrieren, in einen 23er Fuß eines kroatischen Anbieters, auf eine 23er Sohle. Dann habe ich hier sozusagen schon das Limit erreicht. Ich müsste sogar bei dem Modell jetzt hier statt der 23 eine 24 wählen, damit ich auf den geforderten Freiraum komme. Ganz anders sieht es bei einem Barfußanbieter deutscher Produktion aus. Ihr seht, also hier habe ich massig viel Platz. In meinen Augen sogar schon wieder etwas zu groß das Ganze, zu lang.
weil wir kommen über diese 9 bis 12 Millimeter drüber hinweg. Und das bei einem Kleinkind, was Größe 23 trägt, muss ich natürlich sagen, das ist dann so wie ein Schuh für Charlie Chaplin, ne? Der schwebt dann so, der schwappert dann so ein bisschen hin und her. Oder sieht aus wie eine Schwimmflosse. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also hier wäre sogar die 22 angebrachter. Dann haben wir immer das schöne Problem mit den Hausschuhen, weil Hausschuhe noch unterschiedlicher ausfallen. Ich zeige es bloß mal wieder hier an einem Beispiel. Ich habe wieder immer noch diese 22er Sohle. Nehme hier einen 23er Hausschuh von einem deutschen Anbieter. Und da hätte ich sozusagen, wenn ich das jetzt wirklich mal ganz nach vorne schiebe, nicht mal mehr 6 mm Platz. Selber Anbieter, anderes Modell. Und siehe da, da habe ich sogar mehr als 1,5 cm Platz. Also das ist immer das, wo ich dann sage, es ist schon relativ schwierig. Und ich sag mal, die meisten Kunden werden von uns auch dann ein bisschen gelöchert. Also nehmt uns das bitte nicht übel. Wir meinen es ja nur gut. Wir wollen euch was gut Sitzendes verkaufen. Und deswegen haben wir dann eben halt auch um so diverse Standardfragen parat. Das heißt also, wie lange ist der Schuh jetzt schon in Benutzung, der jetzt getragen wurde, der abgelegt wurde? Was ist es für eine Marke? Was kann die Mama zur Höhe und zur Breite des Fußes sagen? Welche Prioritäten hat sie? Ist ja auch immer ganz wichtig, ne, für die kommende Saison oder was man sich dann gerade so vorgestellt hat. Und deswegen also immer schon informiert beziehungsweise auch mit Informationen bestückt in den Laden kommen und jetzt nicht davon ausgehen, ich sage jetzt einfach mal eine Nummer und die Verkäuferin wird mir schon was Passendes zeigen. Also einfach ist es immer halt nicht. Wir finden es immer besser, wenn das Kind mit dabei ist. Aber in Notsituationen oder in solchen Situationen geben wir natürlich gerne unser Bestes und geben diese Schuhe für 14 Tage zur Anprobe mit. Also, es ist auch generell in guten Geschäften kein Problem, das für 14 Tage mitzubekommen. Wobei, man braucht die 14 Tage ja nicht. Man geht nach Hause, probiert das an und schon hat man eben halt die Sicht der Dinge, ob es der Schuh passt oder nicht. Natürlich ist dann wieder die Priorität bei den Müttern wieder anders gestellt als bei uns im Fachgeschäft. Ob der Schuh dann letztendlich wirklich gut sitzt oder passt, können wir dann von der Ferne her leider nicht sagen. Aber wir hoffen einfach mal, dass Eltern aufgrund unserer Informationen dann doch schon einschätzen können, guckt mal, passt der Schuh oder passt der nicht. Gerade bei solchen Modellen, die zum Beispiel auch ein Muster oder ein Dekor aufweisen, wie zum Beispiel ein Hausschuh, dann zeigen wir auch meistens, schauen Sie mal, also hier, bis wohin müsste jetzt in etwa die Zehe gehen, die große Zehe gehen. Weil hier ist ja zum Beispiel auch schon bei irreführend, hier habe ich viel Platz im Bereich der zweiten, dritten Zehe, aber nicht da, wo es bei der großen Zehe drauf ankommt. Also auch wieder etwas, was verfälscht oder wo Eltern darauf schließen können, ah, Schuh ist ja viel zu lang. Nein, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass der einfach nur hier zu breit ist und dadurch die Kinderfüße hin und her rutschen. So, also, es gibt verschiedene, was natürlich immer hilfreich ist, was man auch für zu Hause zum Beispiel sich immer als Hilfsmittel nehmen kann. Nicht Fingerbreite, nicht Daumenbreite, sondern Höchstfall ein Centstück sollte vor die große Zehe passen, damit man da den ausreichenden Freiraum garantiert, den das Kind praktisch für die nächsten Monate nutzen kann. Das ist aber auch wirklich das absolute Limit, weil hier sind wir bei 1,5 mm. Zentimeter. Zentimeter. Nicht Millimeter, Zentimeter sind wir hier, genau. Ne? Also nicht Finger, nicht Daumenbreite. Ich korrigiere da auch immer meine Eltern, wenn die mit solchen Ausdrücken dann hier ankommen. Großeltern machen das besonders gerne, ja. Also, Centstück muss hinpassen. Sohlen kann man meistens rausnehmen. Da hat man nochmal den Vergleich, den optischen Vergleich. Nicht nur von der Ansicht her, wenn das Kind zu Hause läuft, sondern einfach, liege ich jetzt von der Länge her richtig? Wie fällt die Größe jetzt hier aus bei diesem Hersteller? Ne? Also, ich weiß, das war wieder viel, viel Inputs. Generell erspart es zwar den Gang ins Fachgeschäft. Ihr wisst zwar dann nicht, ob der Schuh dann wirklich so super toll sitzt, aber es ist zumindest ein Hilfsmittel für euch, damit ihr mal seht, wie überprüfe ich das eigentlich? Was mache ich, was brauche ich für Infos, damit die Verkäuferin weiß, was ich von ihr möchte.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, freue ich mich auf ein nächstes Mal. Dann gibt es wieder sehr informative Dinge zu hören. Und wer natürlich immer auf dem Laufenden bleiben möchte, der abonniert unseren schicken Kanal. Nur dann habe ich auch immer alle Inputs da, kann mir die Videos auch mal anschauen und mir das nochmal Revue passieren lassen. Und dann bin ich voll up to date. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.